Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Renis Bastelkau-Oase. Ja, Tag Nummer 17, sprich Donnerstag. Ich hatte hier ja Metallic, Vintage, Steampunk oder Gothic, Nouveau, Pastel, was auch immer. Und eine interaktive Karte. Und ich hatte ja diesen Stempel hier drinne. Den habe ich jetzt mit den Metallic Aquarellfarben koloriert. Diese Stanze. Irgendwo ist auch noch die Blume. Und die Buchstaben, die ich noch gar nicht ausgepackt habe. Ja, ich habe mir überlegt, ich mache eine Maze-Card, also eine Labyrinth-Karte. Da ich keine Stanze für sowas habe, braucht man auch nicht, habe ich mir einfach überlegt, wie groß die werden soll. Also meine Grundkarte wird 15 auf 15. Das habe ich mir schon ein bisschen vorbereitet. Das hier ist ein Papier aus dem Action-Block. Das ist von Tim Holz und ein ganz normaler weißer Kartenrolling. Und ich hatte mir überlegt, weil mit dem durch ein Labyrinth ist ein bisschen zu schwierig. Also dachte ich mir, ich mache das Labyrinth kleiner, setze den hier hin und man muss halt eben mit der Blume dann zum Faultier runterkommen. Den hätte ich mir sparen können, weil das Faultier einfach viel zu groß ist. Das war jetzt der Plan, deswegen hatte ich mir jetzt einfach irgendwas vorgezeichnet, habe mir das jetzt ausgeschnitten. Ich kann das jetzt im Prinzip aufbewahren. So, ich kann das jetzt im Prinzip aufbewahren als Schablone und habe dann dieses Labyrinth immer wieder. Ich kann es natürlich auch andersrum drehen, wenden, wie ich will. Ja, also ich habe das aus einem etwas festeren Karton ausgestanzt, habe hier auch schon mal so ein bisschen Abstandshalter reingeklebt, so dass dann das Teil sich auch noch bewegen lässt. Und die Blüte habe ich einfach auf zwei, muss ich doch nochmal aufstehen, auf zwei so Foam-Tapes geklebt. Auf einem glatten Karton, dass es rutscht. Und das kann man ja dann hier einfach, solange es noch nicht klebt, reinklemmen. So, Startposition. Ich bin im Moment noch am Überlegen, ob ich hier noch ein bisschen Metallic drauf mache, weil mir der Karton jetzt doch ein bisschen zu schnöde ist, sage ich jetzt mal. Aber ich würde zumindest das hier schon mal festkleben, einfach damit es klebt. Weil auf meinem Schreibtisch hier liegen immer noch zwei Challenges. Ich habe noch nicht wieder aufgeräumt. Ich hatte noch keine Muße. Was eben an meinen Füßen liegt, weil die halt momentan, ich hatte es ja schon im letzten Video erwähnt, es ist halt einfach die Hölle und dementsprechend hatte ich keine Lust aufzuräumen. Und da ich ja jetzt eh wieder Chaos mache, habe ich jetzt auch die Nötigkeit nicht wirklich gesehen. Achso, die Ränder habe ich geinkt mit Vintage-Foto. So. Ich denke, ich werde dann nach der vierten aufräumen. Oder ich mache jetzt einfach fertig mit Chaos. Mal schauen, das weiß ich noch nicht. Ich meine, letztendlich, du räumst hier auf und dann ist nach einer Challenge sieht es halt gerade wieder so aus. Es ist halt, für mich ist das ist nicht effektiv, sagen wir es mal so. So, damit wäre die Karte an und für sich fertig. Ich werde jetzt mal gerade noch mal vorgehen, weil meine Kolorationsstation ist im Wohnzimmer. Ich glaube, ich werde hier noch so ein paar metallische Effekte reinmachen. Irgendwie gefällt es mir halt nicht so hundertprozentig. Und ich muss mir noch überlegen, ich wollte das hier eventuell so dahinter machen. Wo ist das zweite? Ich habe nämlich nur den Rand ausgestanzt. Einfach nur, dass halt noch ein bisschen Metallic-Look
drin ist. Na. So war der Plan. Weil als solches passt es halt nicht. Die Blume ist ja auch aus dem Set. Das war ja das Stanzenset vom Action. Und ich habe ja zumindest Teile davon benutzt. Und dann wollte ich noch irgendeinen Spruch ausstanzen, aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau was. Ich habe erst überlegt, einfach nur ein Hi oder ein Have Fun oder. Ich weiß es noch nicht. Muss ich mir noch überlegen. Also ich werde jetzt hier noch ein bisschen Metallic reinbringen. Und Nuvo brauchen wir auch noch. Muss ich noch die passende Farbe raussuchen. Ja, also die Karte ist eigentlich ziemlich einfach. Wie gesagt, ihr macht euch einfach die. Okay, hier macht sich schon alles selbstständig. Die Schablone und übertragt es euch dann. Und schneidet es dann halt auf dem entsprechenden Karton wieder aus. Aber ich gehe jetzt trotzdem noch mal hier ein bisschen Farbe drauf bringen. Und wir sehen uns gleich. So. Ja, ich bin jetzt einfach mal bei Have Fun stehen geblieben. Ich habe hier auch noch diese zwei Blätter abgeschnitten, damit es ein bisschen was wenigstens noch zu sehen ist. So. Und jetzt machen wir nämlich einfach hier noch einen Blütenstempel rein. Das mache ich jetzt auch hier und hier. Da komme ich schwer drunter. Und dann würde ich hier noch so ein paar. Das Problem ist, das Silber ist schon arg fest. Also ich muss hier ein bisschen aufpassen. Ich muss das unbedingt mal verdünnen, dass die wieder richtig funktionieren. So, ein paar Tröpfchen hierhin und dann noch so ein paar Mini-Tröpfchen, dachte ich. Ja, obwohl, das sieht dann irgendwie auch komisch aus. Ne, ich glaube in dem Labyrinth selbst. Oder? Vielleicht zwei oder drei hier. So. So. Mehr gibt's nicht. Eben ist schon wieder irgendwas runtergefallen. Ich habe es gehört. Ich weiß nur nicht, was es war. Ja, und damit wäre diese Karte fertig. Yeah. Schwein gehabt. ja, ich habe die Stanzen benutzt. Ich habe den Stempel benutzt. Ich habe die Aufgaben soweit erfüllt. Und morgen, das war ja der letzte Umschlag, morgen wird dann wieder neu gezogen. Gibt es Aquarell-ATC-Karten mit Blumen in sehr wahrscheinlich kalten Farben, weil ja, das Papier ist halt recht kalt mit den beiden Sachen. Ja, vielleicht gibt es auch ein Pocket Letter, das muss ich mal gucken. Gut, dann. Sehen wir uns morgen wieder. Morgen würfeln wir dann auch die restlichen 4 Tage aus. Es sind dann nur noch 4 tatsächlich. Also ich hoffe, dass ich das noch hinbekomme. ja. Ach so, jetzt, ach, ich bin ja auch blöd. Jetzt habe ich die Drops drauf gemacht. Also man kann es durchs Labyrinth schieben. Wenn es dann trocken ist, geht es natürlich besser, weil man dann nicht das Problem hat, dass man hier. Ne? Ah, genau das meinte ich. Wenn es trocken ist, ne?
dann ist es ein bisschen einfacher. Aber ihr wisst, wie es funktioniert, meine Maze-Karte, meine Labyrinth-Karte. Ja, ich hoffe, sie gefällt euch und wir sehen uns dann morgen. Fühlt euch geherzt. Ciao!